Hallo, willkommen bei Einfach Klaus. Heute zeige ich euch die Lösung für Mücken zu Hause oder im Garten und was das ist und wie es funktioniert, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. Ja, und dazu braucht man ein Gerät. Wäre jetzt schön, wenn irgendwie mit den Händen klatschen funktionieren würde oder mit einem Liedchen singen oder irgendwas. All die Dinge, die man da kennt mit Geheimtricks, wo du ein bisschen Zimt anzündest oder, alles nett, alles schön. Das verringert auch meistens das Mückenproblem, was man hat, aber das beseitigt es nicht. Ähnlich wie alle Möglichkeiten von sich mit irgendwas einzuschmieren. Und hilft weiter, löst es nicht. Und ich bin jetzt soweit gestoßen und ich muss dazu sagen, ich habe dieses Videokrieg jetzt nicht vom Hersteller bezahlt. Ich habe mir die Geräte tatsächlich gekauft. Ich bin nicht beim Angelcamp. Der liebe Yoshi hat so ein Ding bei ihr gehabt von Yoshinator, der weltberühmte Angler, hat so ein Teil bei ihr gehabt. Und beim Angelcamp, wer es verfolgt hat, da stand Sido auf der Bühne bei seinem Konzert in einem riesen Mückenschwarm und wurde fast aufgefressen. Und Yoshi macht so ein Ding an, zündet das und legt ihm das vor die Füße und innerhalb von, also im Handumdrehen, waren die Mücken alle weg. Da habe ich mich schon ganz kurz gewundert, denke, was ist denn das für ein, was ist da los? Und bin dann selber losgegangen, habe mich mal geguckt, was das für ein Ding ist, und zwar heißen die Geräte Thermacell. Thermacell ist der Hersteller von den Geräten. Und die funktionieren so, dass hier Butangas abgebrannt wird. Ich zeige euch gleich, wie man das zusammenbaut, weil die Funktionsweise, auch wenn die Geräte unterschiedlich aussehen, ist überall gleich. Dann ist hier unten so ein kleiner Heizapparat drin, wo das Butangas verbrannt wird. Und hier oben macht man so eine blauen Plättchen, schiebt man da ein und zündet die ganze Sache und legt die einfach hin und die fangen an zu qualmen. Mit dem habe ich das schon mal gemacht, der ist jetzt gezündet. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob der jetzt gezündet ist, dann kann man da oben reingucken. Sieht man das, dass man rot leuchtet? Jetzt sollte man es ein bisschen erkennen, da leuchtet so ein bisschen was drin. Das ist der Glühpunkt und wenn der leuchtet, dann ist das Gerät in Betrieb und dann fängt er so ganz, ganz leicht an zu qualmen. Also kaum merklich. Frau, du sagst, du riechst es, ne? Ja. Also ich bin da total geruchsblind, ich rieche das überhaupt nicht. Wonach riechst du, sagst du? Da so ein bisschen verqualmt. Ein bisschen verqualmt, also ich merke es nicht. Ich merke weg direkt, also jetzt so daneben sitze, dann kratzt mir so ein bisschen im Hals. Das ist nicht gut, aber die schaffen Platz für 20, 21 Quadratmeter, also um sich rum. Für eine ordentliche Sitzrunde mit 6 bis 8 Leuten in so ein Ding in der Mitte platziert, bist du absolut mückenfrei. Und so ist so ein Gerät. Und wenn du das bekommst, ist das meistens leer. Dann nimmst du so eine Kartusche hier, so eine Butangas-Kartusche und schraubst die hier ein. Die Geräte kosten zwischen 30 und 60 Euro, je nach Ausführung. Aber einfache Geräte mit 30 reichen auch schon. Und dann hast du immer so ein Dreierpäckchen hier und so eine Patrone hier, die hält ungefähr 12 Stunden und so ein Papierplättchen hält 4 Stunden. Das heißt also, eine Kartusche plus drei Plättchen braucht man für 12 Stunden. 12 Stunden ist eine ganze Menge, also das schaffst du ja nicht einen Abend über zu verballern. Wenn man die Großpackung kauft, braucht man ungefähr 50 Cent pro Stunde, kann man mal so einplanen. Großpackung heißt jetzt der Nachfüllpack. Der Nachfüllpack, ja genau, so, also so ein Nachfüllpack hier. Das kostet natürlich alles sein Geld, aber mir sind die 50 Cent pro Stunde, wo ich nicht im Mückenschwarm sitze, ist das echt wert. Und meistens hast du ja bloß ein paar Wochen im Jahr, wo du das große Drama so hast, also das ist ja nicht das ganze Jahr über. Manchmal reicht ja ein bisschen autan aus, wenn du so viel hast, aber wir wohnen hier im Oderbruch und hier ist gerade echt schlimm. Und da regeln die natürlich. Und da hast du hier unten bei dem, jetzt stellst du auf On und dann klickst du, hast, und dann müsste das da drin gleich anfangen rot zu leuchten. Und leuchtet das? Ja, leuchtet. Also stellst du auf den Tisch, sieht aus wie ein USB-Lautsprecher. Den hier, den habe ich meinen zweiten, den nehme ich zum Boot mit oder zum Angeln, weil die da auch super funktionieren. Ja, preislich ist irgendwo zwischen 30 und 60 Euro liegen die Dinger. Und falls du ein Problem mit Mücken hast, muss ich dir heute hier sagen, damit kriegst du das Problem beseitigt. Ich habe dir das hier unten drunter verlinkt. Das ist natürlich ein bisschen Werbung an der Stelle, aber aus Überzeugung. Und wenn ich jetzt draußen sitze, ich habe nicht weniger Mücken, ich habe einfach keine Mücken mehr. Ich habe mich letztens schon gefragt, ob ich das Ding überhaupt brauche, weil ich draußen saß und keine Mücke hatte. Das kennst du, hast du mit Mückenzeug eingeschmiert, dann hast du keine Mücke und denkst, da irgendwas habe ich umsonst gemacht. Ausgemacht, die Geräte zur Seite gestellt, der Qualm hat sich verzogen, 20 Minuten später eine riesen Mückenwolke wieder da. Also funktioniert 1A. Also für mich ist das Gerät, was so hervorragend funktioniert. Vielleicht habt ihr ja eine Idee, wie so Geräte so genauso oder besser funktionieren, die ihr kennt, oder ein paar Lifehacks, die wirklich funktionieren. Also nicht Bikini-Apfel verbrennen, das kenne ich schon, das ist alles nett und funktioniert, aber so richtig geil auch nicht. Dann schreibt unter dieses Video unten runter. Ansonsten freue ich mich über einen Daumen nach oben, wo wir einen Kommentar oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Einfach Klaus, macht's gut.